Jo, moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einer Weihnachtsfeier der 17. Ja, wir sind gerade an der ersten Gabe. Geht los. Getreide ist alle verkauft. Jo, ich habe schon vieles geschafft. Also, würde sagen, drei Viertel sind schon gestreut. Ich komme gerade von hinten von der Einbrogge. Ja, wir wollen jetzt weiter da hinten noch ein bisschen Raps streuen. So, ja, hier das ist gestreut. Das gestreut. Da drüben, da unten, der Raps am Hof ist gestreut. Ja, was haben wir denn noch alles gestreut? Das ist, nee, das ist noch nicht, nee, dann habe ich erst die Hälfte gestreut. Das ist noch nicht gestreut. Ah, ich will aber jetzt erst auch noch den Raps streuen. Also, ich habe jetzt schon drei, vier Ecken gestreut. Ja, passt. Ja, wir düngen Volldünger. Ja, erste Gabe. Dann geht er los. Passt. Jo, Gerd, der ist immer noch im Krankenhaus. Naja, immer noch. Ging ja gerade erst los. Der ist ja erst vorgestern ins Krankenhaus gekommen. Naja. Abwarten und Tee trinken. Dann sehen wir weiter. So, dann geht's hier los. Wo fahre ich denn hier am geschicktesten rein? So, 15 Meter passt. Oh, fangen wir hier an. Ups, ist ja gar nicht mehr so viel drin im Düngerstreuer. Naja, dann müssen wir gleich holen. Dann müssen wir gleich was holen. Gut, hier passt das alles jetzt so ganz in der Ecke, aber sonst in der Mitte, da passt's. Ja, ne, Volldünger. Ich habe einen 8-Tonner voll gekauft mit Überladeschnecke. Also, ne, also nicht den Wagen, sondern wir überladen dann mit Überladeschnecke auf dem Düngerstreuer drauf. Das ist am schlauesten, das geht auch am besten und am schnellsten. Ja, so ist halt. So. Schön in die Ecke rein. Passt, sieht doch gut aus. Ja, dann Mist, wollen wir dann streuen Ende Winter, also ungefähr jetzt in 2, 3 Monaten. Also wenn kurz vor Anfang Frühling, aber es muss noch gefroren sein, das ist am besten dann. Macht ja dann am meisten Sinn. Decken wir das alles nochmal schön ab. Zack. Ja, fahren wir gleich da hoch und können. Ja. Düngerstreuer drauf machen. Voll mal. Natürlich, ich weiß, es macht keinen Sinn, im Herbst Dünger zu streuen. Das ist weggeworfenes Geld eigentlich. Normalerweise das Einzige, was man machen sollte im Herbst, ist aber die Gerste noch spritzen. Das war's, aber es ist wegen Season Mod, weil sonst hänge ich ja dann schon wieder hinterher mit den Düngestufen. Also, naja, was können wir machen? Dann ist das so. Jojo. So. Zack. Fahr jetzt erstmal außen rum und dann fahren wir die Bahn. Jo, GMK-Mod ist auf der FFV2 auch verbaut. Seht ihr ja, ne? Güllemis Kalkmod. Jetzt haben wir hier vom Düngen die Textur. So. Fahren wir mal gerade hier. Ja, im Moment streue ich noch hier mit dem 300er und habe auch keine Pflegebereifung drauf, weil ja, wir machen ja im Moment nichts kaputt. Aber dann denke ich mal im Frühjahr, also dann die zweite Gerbe sozusagen, also da müssen wir natürlich erstmal spritzen. Dann habe ich mir gedacht, nee, erstmal muss im Frühjahr erstmal einmal düngen und dann spritzen. Ja, dann im Frühjahr auch noch hier mit dem 300er und dann also die erste Gabe noch mit dem 300er mit den normalen Reifen und als erstes Mal spritzen, denke ich mal, noch mit dem 300er. Aber dann halt entweder hier Pflegebereifung irgendwas dran machen oder dann mit dem New Holland, der hat dünne Bereifung drauf, also dünne Rehbereifung drauf, dann damit was machen, weiß ich noch nicht genau. Ja, siehst du, konnten wir doch mit dem bisschen noch
Das drin ist halbe Feld noch düngen. Dann haben wir jetzt hier noch oh, drei, vier Bahnen. Naja, mal mit Düngerstreuer nochmal voll. Ich muss ja eh das große da noch machen. Da wird er dann leer. Oder wir lassen was drinne. Ist zwar nicht so schön, aber. Naja, nee. Da rostet er. Wir sollten gleich eigentlich dann sauber machen und einsprühen. Also mit Fett. Mit Fett, ja, mit Öl. Gut, so. Und dann geht's hier vorne noch die Ecke. So, dann fahren wir mal hier raus. Da vorne raus. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt Dünger. Einmal voll Dünger gekauft. 8 Tonnen. Dann müssen wir noch ein bisschen Kalkamon holen. Ja, Volldünger, ich weiß, das ist ein bisschen viel. Aber ich habe noch gesagt, für den Pferdefuzzi da oben, seine Grasflächen, ist ja auch kein Öko sozusagen, ne? Sondern für den dünge ich dann praktisch auch die ganzen Flächen noch. Ja. Deswegen habe ich gesagt, da die ganzen. Die ganze erste Gabe und da brauche ich dann schon ganz schön Volldünger, weil der hat ja, boah, die haben viele Pferde da, der hat ja ordentlich Wiese und da muss Dünger drauf. Ja, gut, die Pferde, die knippen das dann auch alles wieder schön ab danach, das ist immer sauber. Ja, nicht wie bei den Kühen, also muss man sich mal angucken. So. So, warum geht er das jetzt dann nicht? Eigentlich müsste das doch schon gehen. Ich mach mal einen kurzen Cut, wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Jetzt funktioniert zwar die Taste O. Ja, Rohr ausfahren, sozusagen den Schieber halt aufmachen. So, jetzt sind wir voll. Jetzt machen wir den Schieber wieder zu. So, hier, Taste O. So, läuft. Würde ich sagen, fahren wir wieder zurück. Russland. Ja, 3 Kubik gehen hier drauf auf den Streuer. Das ist ja schon eine ganze Menge. Merkt man auch, dass der 313er hinten ganz schön runter geht, ne? Weißt du, damit 313er geht, musst du ganz gut drauflatschen auf Gaspedal. Ey, ja. Ne, läuft. Also der Schlepper, der gefällt mir. Ach, und wir haben ihn hier auch gekauft. Wir bezahlen jetzt Raten 4.500 Euro im Monat. Ja, damit kaufen wir den jetzt, weil der IHC, der war nicht mehr zu retten. Hat auch gesagt, wenn ihr den kauft, dann mache ich für euch auch, dann müsst ihr auch die Reparatur vom IHC da nicht bezahlen. Die kann er dann schon machen. Das ist mir dann egal. Also dann haben wir den jetzt, aber keine Sorge. Es kommt wieder ein alter Schlepper nochmal auf den Betrieb, nochmal hier ein richtiger Brummer. Also alt, so mittelalt. Ich habe da schon eine Idee, ich habe auf Traktorpool schon mal rumgeguckt. Also was ich, meine Vorstellungen, ja, ich sag's ja nicht, aber ich habe da schon was Richtung 160 PS. Ja, von Deutz natürlich, ne. Was sonst? Fendt und Deutz. Top. Das passt. Und IHC. Ah, die New Holland Karren, die gehen auch. Ist auch nicht verkehrt. Natürlich, wenn wir den New Holland mit Frontlader verkaufen, dann kommt auf jeden Fall wieder New Holland. Das irgendwie, dann muss von allem muss immer mal was da sein auf dem Betrieb. Dann macht man sich mal so ein Bild und irgendwann wird sich dann auf eine Marke spezialisiert oder mal auf zwei oder so. Das sehen wir dann. Ja, gut, Klaas sind im Mähdrescher gut, aber die Schlepper, die gefallen mir nicht so. Aber eigentlich gut, manche sind aber auch ganz gut. Also manche hier wie Ares oder so. Nee, nicht meins. Ja, dann haben wir das auch schon. Auch schon schön gedüngt alles. Passt.
Ja, wir könnten jetzt auch zum Beispiel mit GBS streuen, aber wir haben ja Fahrgassen, was bringt's? Weil der ist ja Profi plus. Hat GBS. Ja, das wäre natürlich ganz gut, aber Fahrgassen, pff, oh, läuft, ne? Gut, Daniel Holland, mit dem wir es jetzt gesät haben hier, der hat natürlich kein GPS, aber wenn ich ja natürlich da dann jetzt Zentimeter zu weit links gefahren bin und dann das GPS mich dann den nach rechts wieder nutzt, dann sieht es am Ende aus wie der Bulle seicht, ne? Ja. Oder wenn die Spritze breiter ist wie der Düngerstreuer. Oder wenn zwei Leute, wenn einer spritzt, einer Dünger streut, die beiden Geräte gleich breit sind, aber der eine weiß es besser wie der andere. Das sieht auch gut aus. So schön grün dann am Ende, ne? Naja, so ist das. Aber liebe Leute, ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Janni. Ciao.